Es wurden keine neuen Maßnahmen getroffen. Wir haben sowieso in unseren Wäldern ein Rauchverbot vom 1. März bis zum 31. Oktober. Dort dürfen also nur die Waldbesitzer selber rauchen. Das ist im Waldgesetz widerlegt. Wir haben eine Befliegung durch Waldbrandbeobachter. Die haben wir natürlich intensiviert, um die Waldbrände möglichst schnell, vor allen Dingen an den Wochenenden, zu finden, um Löscharbeiten in die Wege zu leiten. Ansonsten haben wir keine zusätzlichen Sachen nochmal gemacht. Es ist alles schon vorhanden, es wird nur in anderen Intensitätsstufen gefahren. Durch die Trockenheit im Wald ist momentan natürlich eine sehr hohe Population an Borkenkäfern unterwegs. Wir haben mittlerweile schon 3 Generationen Borkenkäfer. Wir hoffen jetzt, dass zum einen durch die Feuchtigkeit und die Witterung, dass es kälter wird, dass die Borkenkäfer sich nicht noch weiterentwickeln, sodass wir die befallenen Bäume dann über den Winter entnehmen können. Der Oberboden ist sehr stark ausgetrocknet und wenn man also der Regen der letzten 2-3 Tage hat natürlich noch nichts groß bewirkt. Wir haben höchstens eine leichte Feuchte im Oberboden von 3 bis 5 cm, weil zu Anfang war der Boden ja wie Beton, weil er so fest war, das Wasser ist gar nicht eingesickert, als beim ersten Mal 9 Liter geregnet hatte, hier in Bayreuth, bei mir jedenfalls. Das ist erst abgeflossen und jetzt durch den langsamen Regen weicht langsam der Boden auf und das Wasser sickert nach unten. Und irgendwann wird es auch wieder in die Wurzelregionen kommen. Das heißt, die sind ja eher 20, 30 cm unter der Erde, sodass dann die Bäume wieder endlich wieder frisches Nass bekommen.